Freitag, 15 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Flashlight. Ja, im Video vom vergangenen Freitag hatten wir ja bereits angekündigt, dass wir heute auf unser neues Feature eingehen werden, auf Referenzschreiben. In diesem Video zeigen wir Ihnen jetzt, welche Möglichkeiten das für Sie eröffnet und worauf Sie dabei achten sollten. Ja, wichtig an dieser Stelle, wir haben genau hier den Vorschlag eines namhaften Providers umgesetzt. Das unterstreicht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Providern, die ja auch ganz viel in United Interim nach Kandidaten suchen, innerhalb des digitalen Ökosystems United Interim. Denn wir sind Dienstleister für die Provider, keine Wettbewerber. Richtig. Was für die festangestellten Manager das Arbeitszeugnis ist, das ist für die Interim-Manager das Referenzschreiben, das nach dem Abschluss eines Projektes vom Auftraggeber verfasst wird. Das Referenzschreiben deckt typischerweise zwei wesentliche Bereiche ab. Ja, erstens, da geht es um das Projekt. Also was war genau die Aufgabenstellung für den Interim-Manager oder die Interim-Managerin? Und zweitens, wie eben vorgegangen worden ist und welche Ergebnisse letztendlich dabei rumgekommen sind. Und diese detaillierten Informationen können jetzt alle, die nach Interim-Managern suchen, auf die können die jetzt zugreifen. Ja, zum Ende dieses Jahres haben wir also unser Portfolio an Informationen, die Interim-Manager ihren Kunden zur Verfügung stellen können, abgerundet und vervollständigt. Und wir machen diese Informationen online, direkt und jederzeit für jeden potenziellen Kunden zugänglich. Meines Wissens gibt es nichts im Interim-Management, das dem auch nur annähernd vergleichbar ist. Ja, denn Interim-Manager und Interim-Managerinnen können jetzt ihr gesamtes Profil und ihr gesamtes Paket, was sie haben, hochladen. Dazu steht die Möglichkeit zur Verfügung, das mit dem CV zu machen und das Bild, die Ergebnisse des Diagnostik-Tools, also der Persönlichkeitsstrukturanalyse für die eigenen Soft-Skills, Videos, Blogbeiträge und, was ja ganz, ganz populär ist und bei den Kunden immer wieder sehr intensiv angeschaut wird, das sind die Case Studies und jetzt auch noch die Kundenreferenzen. Ja, hier bei United Interim fehlt also jetzt nichts mehr. Und potenzielle Kunden können sich bereits vor der Kontaktaufnahme in vollem Umfang ein Bild von der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Interim-Manager machen. Ja, ich freue mich, dass du das Wort vor eben so betont hast, Jürgen. Das ist eben das, was ganz, ganz wichtig ist, denn spätestens seit den Ergebnissen dieser Studie zum Thema Thought Leadership wissen wir alle, dass im B2B-Geschäft 83% einer typischen Kaufentscheidung stattfinden, bevor ein Unternehmen direkt mit dem Anbieter in Kontakt tritt. Und das ist sicherlich auch gültig für Interim-Manager, die ja auch im B2B-Geschäft tätig sind und zeigt überragend deutlich, wie wichtig es ist, dass Interim-Manager diese für den Kunden entscheidungsrelevanten Informationen schon im Vorfeld einer möglichen Kontaktaufnahme zur Verfügung stellen. Wenn Sie das nicht tun, laufen Sie Gefahr, dass andere Interim-Manager bevorzugt werden und Sie selber aussortiert werden. Leider schon viel zu früh. Ja, so ist das. Kommen wir also zur Frage, was genau können die Interim-Manager abbilden? Wir haben ungezählte Diskussionen darüber geführt, ob wir eine Referenz oder mehrere Referenzschreiben abbilden sollen. Für mehrere hatte das größere Textvolumen gesprochen, das unsere Algorithmen dann hätten durchforsten können. Dagegen hatte gesprochen, dass wir dadurch in der Praxis auch zahlreiche alte Referenzschreiben hätten abbilden müssen. Aktuelle Daten jedoch sind ein elementarer Bestandteil der Ausrichtung von United Interim. Insofern hätte das nicht zusammengepasst. Ja, und aus dem Grund haben wir uns dann für ein einziges Referenzschreiben entschieden, auch wenn der eine oder andere dann sagt, ich hätte aber gerne zwei, drei oder mehr hochgeladen. Warum? Wir sagen, nehmen Sie das Referenzschreiben, was Ihre aktuelle Positionierung am besten abbildet und am besten untermauert, aktuell, möglichst aktuell
punktgenau und präzise. Es gibt tatsächlich Interim-Manager, die hängen alle Referenzen an ihren CV an, die sie jemals erhalten haben. Und Zeugnisse auch noch. Aber darum geht es ja nicht, denn es geht auch hier nicht um Masse. Und mal Hand aufs Herz, welchen Kunden interessieren denn jetzt Referenzen aus dem Jahr 2015? Ja, die Zeit ist enorm schnelllebig. Und hier kommen wir dann jetzt auch zur zweiten Frage. Wie können jetzt die Interim-Manager ihre Referenz bei uns hochladen? Denn hier gibt es ein Detail noch zu beachten, Jürgen. Ja, genau. Also grundsätzlich können die Interim-Manager ihre Referenz als PDF hochladen, wie sie das beim CV ja auch machen. Beides sind Textdateien und Textdateien werden standardmäßig im Internet als PDF bereitgestellt. PDF ist die Abkürzung für Portable Data Format und wurde von Adobe bereits im Jahr 1991 konzipiert als, Achtung, Dateiformat für elektronische Schriftstücke. Ja, das ist Standard. Und wenn das jetzt auch der Standard ist, worauf müssen dann die Interim-Manager bei uns dann noch achten? Ja, das Schlüsselwort hier ist Schrift oder Text. Es ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass unser System, mal vereinfacht gesagt, die PDF-Datei aufreißt und zurück in Text konvertiert. Und in diesem Text dann sucht der Algorithmus. Mit PDFs, die jetzt keinen Text beinhalten, also nicht aus einem Textprogramm konvertiert werden, ist das technisch nicht möglich. Ja, und worauf ist das zurückzuführen, Jürgen? Ja, nun, in alten Zeiten wurden ja oft ausgedruckte Seiten eingescannt und dieser Scan wurde dann auch gerne als PDF abgespeichert. Daran ist ja nichts Falsches, aber aus technischer Sicht ist ein Scan ein Bild und in einem Bild können wir nicht nach Wörtern suchen, zumindest derzeit noch nicht. Ja, also was soll jetzt ein Interim-Manager machen, der jetzt nur so eingescannte Dokumente hat als Referenz, Jürgen? Was macht der dann? Ja, nun nach menschlichem Ermessen sollten das dann Referenzen älteren Datums sein, also als man noch gescannt hatte. Und ich empfehle ja ohnehin, solche älteren Referenzen nicht zu verwenden. Neue Referenzen sollten eigentlich aus zum Beispiel Word-konvertierte PDF-Dateien vorliegen oder aus einem anderen Textprogramm. Wenn Interim-Manager jedoch dennoch Scans als PDF hochladen, dann wird unser System diese Dateien natürlich entgegennehmen und potenziellen Kunden im Rahmen von Abfragen auch zeigen. Aber unser System kann in solchen Dateien keine Informationen finden, nach denen Unternehmen suchen würden. Ja, und ich denke mir, wenn das dann neues Datum hat, dann dürfte die Referenz, dann müsste das auch funktionieren, Jürgen. Kommen wir zur letzten Frage. Wie funktioniert das Ganze dann im Rahmen unserer Volltextsuche? Ja, ich gebe mit Ihnen jetzt mal hier ins Live-System und wir geben einen Begriff ein, nach dem das System jetzt suchen soll, in einer Referenz, die ich hier hochgeladen habe. Und wir verwenden einen Begriff, der typischerweise nirgendwo sonst in irgendwelchen Informationen von Interim-Managern vorkommen wird. Und dieser Begriff stammt aus meiner Narrenwelt und lautet Kritzelmeister. Jürgen, wir müssen unseren Zuschauern ganz kurz erläutern, wieso du in der Narrenwelt unterwegs bist. Narrenwelt, meine Damen und Herren, Jürgen Becker, das bezieht sich auf deinen Zweitjob. Du bist nämlich noch in einer Narrenzunft aktiv im Vorstand. Und ein Kritzelmeister ist dort ein Schriftführer, ne? Damit das jeder versteht. So, und diesen Begriff habe ich jetzt hier in die Volltextsuche angegeben. Ich starte jetzt die Suche. Und unser System zeigt, jetzt wird das keine Überraschung, mein Profil als Treffer an. Und der Klick hier auf den Referenzlink zeigt die Referenz, ruft sie also auf und zeigt genau, dass das richtig ist. Kleiner Nebensatz, diese Übung zeigt auch, dass kein Interim-Manager in der Welt der professionellen Narren zu Hause ist, so wie ich. Ja, das brauchen wir jetzt ja auch nicht weiter zu vertiefen, aber auf jeden Fall beruhigt mich das ziemlich sehr, Jürgen. Ja, jetzt, wie geht's weiter? Ja, wir informieren jetzt alle Interim-Manager und Managerinnen bei United Interim noch heute.
Ab heute können Sie dann Ihre beste Referenz hochladen. Alle neuen Interim-Manager erfahren über unsere bewährten Kommunikationskanäle von dieser Neuigkeit, aber spätestens halt, wenn Sie sich registrieren und dann unseren Leitfaden herunterladen. Ja, damit ist alles gesagt. Wenn Sie diesen Beitrag mögen, liken Sie uns, teilen Sie uns. Vielen Dank. Schönen dritten Advent. Tschüss.